In Deutschland hat jede fünfte Person Schlafprobleme und natürlich gibt es auch die unterschiedlichen Mittel gegen Schlafprobleme. In diesem Video werde ich an einem Tag das Schlafhormon Melatonin und an einem anderen Tag das rezeptpflichtige Schlafmittel Zolpidem einnehmen, während ich einen Schrank aufbaue, um zu schauen, wie sehr meine Wachheit dadurch beeinflusst wird. Schlafprobleme sind der Horror. Ich hatte einmal in meinem Leben eine Phase, wo ich immer mitten in der Nacht nach 4 Stunden Schlaf aufgewacht bin und extrem hell wach war und nicht mehr einschlafen konnte. Und damn, bin ich froh, dass das weg ist. Nicht nur, weil Schlafprobleme den ganzen Alltag beeinflussen, weil man dann plötzlich tagsüber unerwartet müde wird, sondern weil Schlafmangel einer der ungesündesten Sachen überhaupt ist. Zu wenig Schlaf verursacht schlechtere Konzentration, Leistungsfähigkeit, schwacheres Immunsystem, höheres Risiko für Diabetes, psychische Krankheiten, Übergewicht und Kopfschmerzen. Man ist gestresster, was für einen erhöhten Cortisolspiegel sorgt, der das Herz antreibt, was die Gefahr für Bluthochdruck bis hin zum Herzinfarkt erhöht. Zum Schluss des Videos werde ich lüften, was mir bei den Schlafproblemen am meisten geholfen hat. Jeden Tag nehmen wir durch unsere Nahrung L-Tryptophan ein, was in unserem Körper erst zu 5-HTP, dann zu Serotonin und dann schließlich in der Zirbeldrüse zu Melatonin umgewandelt wird. Besonders am Abend, wenn es dunkel wird, ist die Melatonin-Konzentration dann im Körper besonders hoch und signalisiert dem Körper, dass es Schlafenszeit ist. Es gibt mindestens 4 Studien, die zeigen, dass Melatonin sehr eindeutig gegen Schlaflosigkeit hilft. Ein etwas schwächerer Zusammenhang konnte zu besserer Schlafqualität festgestellt werden. Was passiert, wenn ich dieses Schlafhormon einnehme, während ich versuche, einen Schrank aufzubauen? Werde ich wegpennen? Genau genommen werde ich nicht nur Melatonin einnehmen, sondern den Nahrungsergänzungsmittel-Stack Deep Sleep, von dem Melatonin der Hauptwirkstoff ist. Es sind aber auch andere Mittel, die schlaffördernd sind, wie Ashwagandha in Deep Sleep enthalten. Melatonin ist hier aber mit Abstand der Stoff, der den größten Einfluss hat. Ja, Deep Sleep ist ein Produkt, das es in meinem Supplement-Shop zu kaufen gibt, aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, neutral zu bleiben. Ihr könnt ja dann nach dem Schauen des Videos beurteilen, ob mir das gelungen ist. So, legen wir los. Nach der Einnahme der ersten Kapsel passierte nichts Auffälliges. Ich konnte den Schrank weiter aufbauen, als wäre nichts gewesen, weshalb ich nach einer Stunde noch eine weitere nahm und nach einer Stunde noch eine weitere. Auch nach der dritten Pille konnte ich den Schrank aufbauen, ohne dass mich eine Müdigkeit daran hinderte. Wie viel stärker ist hier das verschreibungspflichtige Schlafmedikament Zolpidem? Zolpidem, in Amerika auch unter dem Markennamen Ambien bekannt, gehört zu den sogenannten Z-Substanzen. Zolpidem verstärkt die GABAerge Effekte, indem es an die GABA-A-Rezeptoren bindet, ähnlich wie Benzodiazepine, welche sich aber nicht nur an GABA-A-Rezeptoren binden, sondern auch an weitere GABA-Rezeptoren. Vermehrte GABA-Produktion fährt die Aktivitäten im zentralen Nervensystem runter, was einen Schlaf dann natürlich erleichtert. Sehr interessant bei Zolpidem ist, dass es bei Leuten mit heftigen Hirnschäden durch Unfälle helfen kann. Sogar bei Fällen, wo Leute im Koma waren oder gar nicht mehr sprechen konnten, konnten solche Personen durch das Zolpidem wieder sprechen. Chevy Spring Event, and we're taking $8,000 off. That's right. Get a brand new 2010 Chevy Tahoe. Solche Effekte konnten mit Benzos, die ja ähnlich wirken, nicht erreicht werden. Wo wir gerade schon bei einem Vergleich zu Benzos sind, im Vergleich zu Benzos ist die angstlösende und muskelentspannende Wirkung bei Zolpidem deutlich kleiner. Bei dem Experiment war ich besonders gespannt, ob ich Halluzinationen haben werde, was bei Zolpidem regelmäßig vorkommen soll. Mal schauen, wie viel früher ich durch Zolpidem müde werde. Oder ob ich das tatsächlich schaffe, auf Zolpidem den Schrank komplett aufzubauen. Und ich frage mich auch, ob ich Halluzinationen haben werde. Es handelt sich hierbei um 10 Milligramm Zolpidem. Das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen. Oh, okay. Ich habe es runtergeschluckt.
auch mal was geschluckt hast. Ah. Meine Wahrnehmung ist schon so ein bisschen anders. Aber ich bin jetzt noch nicht so in einem Zustand, wo ich sagen könnte, ah, jetzt würde ich, könnte ich nice schlafen. Ich merke aber nur, wie meine Koordination schlechter wird. Irgendwie ist es gerade so eine weirde Art des Betrunkenseins. Ich verbinde es gerade wirklich ein bisschen mit Betrunkensein. Betrunkensein ohne diese Euphorie. Man darf nicht unterschätzen, wie die Motorik da doch eingeschränkt ist. Oh mein Gott, das ist witzig. Ich kann nicht richtig gehen. Yo, ich habe Zolpidem genommen. Das ist so eine Schlafmittel. Ich bin jetzt gespannt, ob mich das wegsnackt. Oh, ich muss sagen, ich stolper gerade ziemlich rum. Also es ist wirklich so, als hätte ich irgendwie viel Alkohol getrunken. Aber zum Glück noch ohne Übelkeit und so. Irgendwie bin ich gerade voll anders drauf als nüchtern. Also ich habe auch so eine Verspultheit. Mein Mund ist trocken. Ja, aber auch in den Schrank geht es noch weiter und es hält nichts mehr auch. Ich merkte hier mit der Zeit eindeutige Effekte. Eine leicht eingeschränkte Koordination, die mich an Betrunkensein erinnerte, sorgte dafür, dass ich öfter gegen irgendetwas stieß und mein Körper schien runterzufahren, so dass es in dem Zustand sehr stressig war, den Schrank aufzubauen. Es ist gerade wirklich sehr anstrengend, irgendwas zu machen. Also sei es hier irgendwelche körperlichen Anstrengungen oder einfach nur nachdenken. Das muss hier anders rein und ich verstehe nicht warum. Dieses Regal muss anders rein. Ich will funktionieren, Mann. Ich kann sie dir mal schön Weil Ambien ein starkes Schlafmittel ist, hätte ich allerdings erwartet, dass ich so müde bin, dass ich gar nicht mehr weitermachen kann. Aber es war nicht wirklich schwer, trotzdem den Schrank zu basteln. Wenn ich die Nacht davor nur wenige Stunden geschlafen habe, bin ich definitiv müder als auf 10 Milligramm Zolpidem. Wenn dieses Video hier 30.000 Likes bekommt, werde ich 2 Zolpidem nehmen und dann wird es ein Video, in dem ich hoffentlich Halluzinationen haben werde. Ich habe gerade einen Marder gesehen draußen, der übelst rumgeschrien hat. Das war end der Krieg da draußen. So Leute, ich muss sagen, jetzt kommt es mir so vor, als wäre die Wirkung vorbei. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie sonderlich müde. Ich glaube, ich könnte jetzt so normal weitermachen, als hätte ich nie was genommen. Boah Leute, ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich hatte gerade richtig weirde Träume. Ich würde eher sagen, dass es auch sogar keine guten Träume waren. Es waren auch immer so Träume, die mir so real vorkamen, wo ich dann während des Traumes die ganze Zeit aufgewacht bin. Einmal habe ich im Traum so eine Stimme in meinem Kopf gehört. Ha, und das war so ein Dude, der dann gesagt hat, so, ha, ich bin jetzt hier in deinem Kopf. Und dann bin ich im Traum aufgewacht, dann war die Stimme immer noch da. So, ich google jetzt mal, ob man bei Zolpidem irgendwie eher Albträume bekommt. Zolpidem kann zu massiven psychischen Nebenwirkungen, Halluzinationen oder auch Albträumen führen. Oh, dann kommt es da wirklich davon. Also es war wirklich, also so einen intensiven Traum hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, ich konnte auf Zolpidem zwar easy wach bleiben, aber ich hatte zu manchen Zeiten schon sehr Bock, mich in horizontalere Positionen zu begeben. Ja. Es wirkt also definitiv stärker als das Nahrungsergänzungsmittel Melatonin, das man überall kaufen kann. Wer hätte das gedacht? Aber das kommt natürlich mit einem Preis. Zolpidem eignet sich nur für eine kurzzeitige Einnahme, weil man davon krass abhängig werden kann, inklusive heftiger Entzugserscheinungen. Es beeinflusst außerdem stark die Koordinationsfähigkeit, was zu deutlich mehr Unfällen führen kann. Es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass das Risiko 5-mal höher ist, in jungen Jahren zu sterben, wenn man Ambien nimmt. Bei dieser Studie werden allerdings die Todesursachen nicht genau analysiert. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Gedächtnisverlust, Albträume und Schwindel. Wie bei Benzos werden alle Risiken erhöht, wenn man Zolpidem mit anderen GABA-ärgen Substanzen wie Alkohol mischt. Da kann es auch schnell tödlich werden.
Einer der berüchtigsten Nebenwirkungen von Zolpidem ist eine Form des Schlafwandelns. Konsumenten stehen hierbei mitten in der Nacht auf, machen sich was zum Essen, steigen sogar ins Auto oder führen andere Aktivitäten aus, an die sie sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern können. Auch hier ist das Unfallrisiko immens. Das sind Probleme, die es bei Melatonin nicht gibt. Bei meinem Melatonin-Experiment nahm ich dann schließlich auch noch eine vierte Pille und konnte zwar ohne Probleme weiter im Schrank arbeiten, aber ich merkte trotzdem, wie mein Körper herunterfuhr und sich entspannte. Am Anfang war ich richtig angepisst über die Anleitung, aber später war ich beim Aufbauen sehr gechillt. Ich war weit davon entfernt, beim Aufbauen sonderlich müde zu sein, aber als ich mich dann zum Test kurz ins Bett legte, musste ich direkt gähnen und hatte das Gefühl, dass ich dann direkt sehr schnell hätte einschlafen können. Es eignet sich daher besonders gut für Leute, die sehr lange wach im Bett liegen und ewig zum Einschlafen brauchen. Man kann in der Regel Melatonin im Gegensatz zu Zolpidem über längeren Zeitraum einnehmen, um Schlafstörungen entgegenzuwirken. Besonders, weil sich da in der Regel keine Toleranz entwickelt. Klar, bei Überdosierungen kann es schon zu Nebenwirkungen wie Kopfweh kommen, aber an sich ist es sehr gut verträglich. Also wenn ihr Schlafprobleme habt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr euch ein Päckchen Deep Sleep im Supplement Shop gönnt. Die Kundenbewertungen sprechen für sich. Es supportet auch diesen Kabal. Im angepinnten Kommentar ist ein Rabattcode. Damals, als ich die heftigen Schlafprobleme hatte, gab es leider noch kein Deep Sleep oder ähnliches Melatonin-Supplement, weshalb ich es selbst nicht gegen Schlafstörungen testen konnte und weshalb ich so ein Schlafexperiment machen musste, anstatt ein Experiment, wo ich es gegen Schlafprobleme einsetze, weil ich die Schlafprobleme ja nicht mehr habe. Die Sache, die mir damals sehr gut bei der Schlafstörung geholfen hat, war Meditation. Das lässt sich mit Sicherheit auch sehr gut mit Deep Sleep kombinieren. Wenn ihr Schlafstörungen habt, ist es natürlich immer ratsam, einen Arzt aufzusuchen und andere Schlafhygienemaßnahmen auszuprobieren. Schreibt eure Erfahrungen zum Thema Schlafmittel und Schlafmangel in die Kommentare. Abonniert diesen Kabal. Peace! Im Übrigen, falls ihr euch darüber wundert, warum ihr im ganzen Video den Schrank nie komplett aufgebaut seht, ich habe da irgendwie voll den komischen Fehler gemacht, wo ich die Rückwand falsch rum eingebaut habe, sodass die Schubladen nicht reinpassen und die muss ich erst die Rückwand umdrehen und ja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Das mache ich jetzt erst, nachdem ich das Video hier hochgeladen habe.